So, hier, Luke, im ja, Schnitt. Mir ist gerade aufgefallen, dass in dem ersten Video, also in der ersten Videohälfte, die Audio nicht da war von mir und deswegen sage ich hier kurz mal davor, also wir wollen ja hier die Tarnung, diese geile Drachentarnung, machen, dieses Easter Egg, wo man mit dem Leuchtturm die ganzen Ziele da alle einsammeln muss und dann am Ende die Tarnung bekommt. Ja, am Anfang habe ich natürlich versucht, den Gaskanister zu finden. Der Gaskanister braucht ihr, um den Leuchtturm zu aktivieren. Und dann müsst ihr halt den Leuchtturm in die bestimmte Richtung machen. Aber das jetzt in die Szene, wo ich wieder geredet habe. Gott, viel Spaß euch noch. Okay, Leute, ich habe es endlich gefunden, den Gaskanister. Aber hier sind hunderte Gegner, glaube ich. Und, oh, nee. Eieiei. Ja, direkt oben auf dem Tower. Ich liebe es. Ach, Leute. Könnt ihr nicht einfach abhauen? Digga, und dann snipe mich einer noch von hinten. Es kann nicht schlimmer werden. Ach, komm. Ey, was ist denn da schon wieder? Vor allem, da muss ich auch noch den richtig. Oh, nee. Digga. Was wäre er jetzt da drinne? Dann muss ich den auch noch richten. Ja, klar, ich war schon längst weg und er tötet mich. Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Also, ich glaube, man hat gemerkt, dass ich psychisch schon am Ende war. Ich habe nämlich sehr oft schon versucht, dieses Rätsel zu machen. Es ist aber übelst schwer. Ihr werdet schon sehen. Also, alleine das Ding zu machen, ist schon schwer. Aber wenn du halt die ganze Zeit Gegner am Hals hast und die dich jagen, ist das der reinste Horror. Also wirklich. Oh mein Gott! Alter, wie? Okay, wo ist der scheiß Kanister? Fuck, der ist nicht hier unten. Der war da oben. Warte kurz. Lass mich die Platten holen. Digga, ich habe keine guten Waffen und der Typ kommt gleich wieder. Wo ist deine Leiche? Nein, der hat auch keine Muni mehr. Hat er ihn vielleicht schon umgebracht? Hä? Er war im Rücken von mir. Willst du mich eigentlich verarschen? Dieses Game ist so dumm. Wer schießt mich denn die ganze Zeit da so an? So. Jetzt chillt nur ganz kurz. So, gib mir meine Box hier. Digga, was will er jetzt? Ja, geh weg. Zum Glück hat er verkackt. So, jetzt lass mich mal ganz kurz in Ruhe, Brudi. Er kommt wieder. Ja. Enemy soldier incoming. Du bist jetzt so gejagt. Digga, bleib doch bitte. Danke. So, habe ich jetzt mal ganz kurz meine Ruhe, hoffe ich. Aber was ist jetzt mit dem Gaskanister? Ist der jetzt schon drinnen oder was? Ja, und die Zone. Die Zone fickt mich jetzt auch noch. Ja, ich habe dann gemerkt, dass der Gaskanister komplett weg war. Ich bin da ja gestorben an dieser, ich weiß nicht, an diesem Dach neben dem Leuchtturm. Und der Gaskanister war einfach weg. Er war nicht mal an meiner Leiche, er war nicht mal an der Leiche von dem Gegner. Ja, und ich musste dann eine komplett neue Runde starten, damit wir das Rätsel nochmal machen können. So, ich hoffe, ich bin jetzt endlich clean. So, und hier können wir Press to Refuel the Generation. Generator. Und jetzt hier. Und wir müssen das so ungefähr bei dem Fenster anhalten lassen. Los geht's. Ich hoffe, jetzt kommt keiner rein. So müsste es eigentlich sein. Oder? Oder habe ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht? Nee, es ist eigentlich richtig. So. Und der strahlt jetzt dort hinter. Fuck, fuck, fuck.
Fuck! Aber na. Dicker, lass mich doch einfach nur. You're losing ground. Move it. Gott verdammt, gehst du auf den Sack. So, hier ist so ein Teleskop und dann müssen wir draufschlagen, genau. Und dann bekommen wir das Item. Und mit dem Item müssen wir jetzt hier auf das Dach. Ja. So. Und dann hier auf das Dach. Und dann hier das platzieren. Genau, und dann spiegelt es sich bei Winery. Wir müssen Richtung Winery. Und da müssen wir, glaube ich, auch wieder ein Teleskop finden und das dann da platzieren. Gott, ich habe es gefunden. Ich muss mich aber bei in die Zone. Fuck, die Zone fickt mich. Okay, wir opfern uns, glaube ich, einfach. Ja, scheiß drauf, wir opfern uns. Wir haben genug Zeit. Digga, also, warum ist jetzt hier oben einer? Nein, ich kann es nicht mehr aktivieren. Willst du mich verarschen? Ich kann es hier oben nicht aktivieren. Hä? Ich hab's geschafft! Hä? Hat jemand anderes schon das andere aktiviert? Hä, wie geil! Wie geil! Danke, Brudi! Keine Ahnung, wer auch immer du bist. Alter, Ich wollte es da so aktivieren, das in der Zone bei Winery. Und auf einmal steht da. Ja, du hast den Drachen. Ja. Geweckt. Und es ist ja Feuerwerk wahrscheinlich in. Keep. Oh mein Gott, geht auch da rein. Ja, eigentlich müsste man noch zur Richtung Keep gehen. Und dann müsste man da wieder so ein Teleskop wegboxen. Und dann bei dieser Kirche, glaube ich, wieder das so spiegeln. Und dann hätte man es eigentlich geschafft. Also durch die halbe Fortune's Keep-Karte. Aber ja, ein anderer Typ hat schon das Keep-Teleskop schon da platziert. Und deswegen war das jetzt schon abgeschlossen. Vielleicht habt ihr auch das Glück, dass schon jemand anderes ein Teleskop da platziert. Ich hatte es auf jeden Fall. Alright, also, dann gucken wir mal uns die Tarnung an. Wir gehen in. Achso, ich muss hier noch ausrüsten. Also, wir gehen auf Customize, dann hier. Dann All Cameras. Und wo haben wir sie? Hier. Da ist sie. Sie bewegt sich leider nicht, aber dafür sieht sie schon ziemlich heftig aus. Und ja, eine kostenlose Tarnung, die zwar ziemlich schwierig ist, aber ihr kriegt ja auch so ein bisschen Hilfe, wenn die anderen Spieler auch sie versuchen, aber dann halt scheitern. Doch ihr dann den kürzeren zieht. Ja, Leute, ich weiß nicht, wann das Video kommt, vielleicht morgen schon oder heute. Auf jeden Fall habe ich das genau an den Tag gemacht, wo ich das letzte Warzone-Video gemacht habe. Also, deswegen war es für mich jetzt nochmal eine krasse Arbeit. Ich versuche das jetzt heute zu schneiden, kann sein, dass es morgen kommt. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.